Im zweiten Video zum Multidübler geht's um Loch reinbohren, Schwalbenverbinde einfräsen und das Dübeln von 45 Grad Gärungen. Zum Bohren von Lochreihen lässt sich der kleine Multidübler auch problemlos mit einer Hand ans Werkstück führen und dort auch sicher festhalten. Mit der anderen Hand können Sie dann mit einer leichten und handlichen Oberfräse bequem die 5 mm Löcher bohren. Die Kopierhülse unter der Fräse greift dabei in die Löcher der Schablone und sorgt so für eine absolut präzise Lochreihe im 32 mm Raster. Um die Lochreihe zu verlängern, entfernen Sie den Seitenanschlag wieder und stecken einen Bodenträger in das zuletzt gebohrte Loch. Den Multidübler stoßen Sie jetzt einfach mit der Ausklinkung gegen den Bodenträger und schon können Sie die nächsten Löcher bohren. Auf diese Weise sind nicht nur beliebig lange Lochreihen möglich, sondern auch absolut senkrecht verlaufende Bohrlöcher garantiert. Selbstverständlich können Sie auch nur jedes zweite oder dritte Loch bohren und so bei Bedarf ein anderes Lochraster herstellen. Wichtig ist nur, dass Sie zum Bohren der Löcher einen speziellen 5 mm Dübelbohrer mit Hartmetallspitzen einsetzen, der auch für die hohe Drehzahl der Oberfräse zugelassen ist. Damit gelingen Ihnen nicht nur exakte, sondern auch völlig ausrissfreie Lochreihen. Mit diesem Gärungsanschlag können Sie den Multidübler aber auch stationär auf Ihrer Werkbank einsetzen. Dazu wird er einfach mit zwei Spannelementen auf der Tischfläche fixiert. Den Multidübler befestigen Sie anschließend in den beiden Langlöchern des Gärungsanschlags. Über diese Langlöcher können Sie den Multidübler in der Höhe verstellen. Damit lässt sich dann auch die Position des Dübels oder Schwalbenverbinders im Werkstück einstellen. Befindet sich der Multidübler in der untersten Stellung, können Sie zwei Werkstücke gleichzeitig einspannen und mit je zwei schwalbenschwanzförmigen Nuten versehen. Dazu stecken Sie die Kopierhülse einfach in den ersten Schablonenschlitz, schalten die Oberfräse ein und fräsen nacheinander, geführt durch Hülse und Schlitz, die 4 Gradnuten ins Werkstück. Danach wechseln Sie die Positionen der Werkstücke, um auch die andere Gärungsfläche mit Gradnuten zu versehen. Das Ganze geht wirklich fix und das Fräsen der 4 Nuten dauert höchstens 30 Sekunden. Die Nuttiefe muss dabei genau auf die Verbindergröße abgestimmt sein. In diesem Beispiel setzen wir eine Hoffmann-Schwalbe des Typs W2 ein. Diese Größe ist optimal für kleine bis mittlere Querschnitte, wie sie im Möbelbau am häufigsten vorkommen. Das Praktische bei der Hoffmann-Schwalbe ist ihre Doppelkeilform. Denn die sorgt dafür, dass sich die beiden Werkstücke beim Einschlagen des Verbinders automatisch dicht zusammenziehen. Es sind also keine lästigen Zwingen, Bandspanner oder Klammern nötig. Und wenn Sie die Gärung zusätzlich noch verleimen, dann hält sie selbst bei extremen Temperaturschwankungen, wie es bei Heizkörperverkleidungen oft der Fall ist, auch dauerhaft zusammen. Wurden die Nuten ausreichend lang eingefräst, dann können Sie die Schwalbenverbinde auch noch etwas versenken und das Ganze mit farblich passendem Holzkitt verschließen.
Wenn Sie den Multidupler aus dem Gärungsanschlag herausziehen, dann lässt sich immer nur eine Leiste einspannen und jede Gärung muss einzeln bearbeitet werden. Der große Vorteil ist aber, dass Sie so auch bei sehr schmalen Leisten von gerade mal 20 mm Breite die Position der Gradnut genau auf die Leistenbreite abstimmen können. Gerade bei sehr filigranen Rahmenkonstruktionen sorgt ein Schwalbenverbinder für dauerhaft dichte und extrem haltbare Eckverbindungen. Wenn Sie die Domino- oder Dübelschablone in den Multidupler einsetzen, dann können Sie auf die gleiche Art und Weise in die Gärung natürlich auch Domino-Dübel einfräsen oder wie Sie gleich sehen werden, auch Runddübel einbohren. Dazu müssen Sie die Schablone oder besser gesagt die Schablonenlöcher diesmal auch nicht exakt auf die halbe Holzstärke einstellen. Wichtig ist nur, dass Sie die Werkstücke immer so aufspannen, dass das Schreinerdreieck nach außen sichtbar ist. Der Rest bedarf eigentlich keiner Erklärung mehr, denn die Benutzung des Multidüblers zusammen mit dem Gärungsanschlag ist wirklich kinderleicht. Und wenn Sie beim Bau auf präzise und gleich große Zuschnitte der wichtigsten Bauteile geachtet haben, dann können Sie sich auch über perfekte und passgenaue Verbindungen freuen. Mit etwa 40 Euro Materialkosten, wohlgemerkt ohne die Schnellspanner, dürfte der Multidübler ganz sicher eine interessante Alternative zu einigen teuren Spezialmaschinen sein. Es ist auf jeden Fall immer wieder beeindruckend, welch riesiges Potenzial in dieser kleinen Vorrichtung steckt. Und Sie werden beim längeren Gebrauch sicher noch viele weitere interessante Möglichkeiten entdecken. Denn der Multidübler ist ein wahrer Tausendsasser, der richtig viel Spaß macht. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, den Multidübler nachzubauen, dann finden Sie in der Zeitschrift Holzwerken eine detaillierte Bauanleitung mit Schritt-für-Schritt-Fotos und allen wichtigen Zeichnungen.